Wir haben es gehört, Abdelhadi Soudi ist Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Die Stiftung unterstützt Forschungsprojekte herausragender Wissenschaftler in Deutschland und im Ausland. Darüber wollen wir mehr erfahren von Professor Helmut Schwarz, Präsident der Stiftung. Herzlich willkommen. Herr Schwarz, was ist denn vor allem entscheidend, damit Sie sagen, ja, das ist Spitzenforschung, das müssen wir unbedingt fördern? Ja, man muss erkennen bei einem Antrag, ist diese Person wirklich eine der allerbesten in ihrem Feld? Ist das Forschungsprojekt, das die Person selber wählt, ein Projekt, das uns weiterbringt? Und hier unterscheiden wir, ob der Antragsteller oder die Antragstellerin aus einem Entwicklungsland kommt oder aus einem bereits entwickelten Land. Und wie machen Sie das dann genau, wenn er zum Beispiel aus einem Schwellenland kommt? Wenn er aus einem Schwellenland kommt, ist eine der wichtigen Komponenten, ist das Forschungsprojekt zum Beispiel relevant für ein Schwellenland? Arbeitet die Person in einem Gebiet Wasserversorgung, Aufbau eines Verkehrssystems, Verbesserung eines medizinischen Bereiches? Das kann man ja alles wissenschaftlich demonstrieren. Und diese Personen, die dann für 1 bis 2 Jahre an besten deutschen Forschungseinrichtungen arbeiten, kehren in der Regel alle in ihre Länder zurück. Wir sind nicht daran interessiert, eine Art Abwerbungsagentur zu sein, sondern im Gegenteil, die Humboldt-Stiftung will helfen, dass mit Hilfe der Wissenschaft eine Art Diplomatie des Vertrauens weltweit aufgebaut wird. Und klappt das? Das klappt. Wir haben mittlerweile 26.000 Personen in über 140 Ländern der Welt. Darunter sind nicht nur Nobelpreisträger, darunter sind auch Personen, die später Staatspräsidenten werden, Richter werden, Kliniken leiten. Natürlich eben auch Top-Wissenschaftler. Also Sie sagen, das ist sehr begehrt. Jetzt wollen Sie ja auch Spitzenforscher aus Deutschland. Die schicken Sie auch ins Ausland. Genau. Und auch die wollen Sie ja auch zurückholen, genau. Weil auch Deutschland soll natürlich keine genau. Abwanderung der Spitzenkräfte genau. haben. Gelingt das? Kommen die Deutschen auch wieder zurück? Auch hier gelingt das. Ungefähr 85 bis knapp 90% kehren wiederum zurück. Das überrascht ja auch nicht. Deutschland ist ja sehr viel besser, als der Ruf manchmal dargestellt wird. Die deutsche Forschungslandschaft ist eben so attraktiv, sowohl für die Deutschen, die zurückkommen wollen, als eben auch für Ausländer, die zu uns kommen wollen. Warum ist Deutschland so ein guter Spitzenforschungsstandort? Eine lange Tradition, aber vor allen Dingen auch in den vergangenen 8 bis 10 Jahren ist enorm viel an materieller Unterstützung von Seiten der Regierungen, Bund und Länder in die Wissenschaft hineingeflossen. Und das ist genau die Voraussetzung dafür. Und haben Sie da ein besonderes Beispiel, wo wir vor allem spitze sind? Also man sagt ja immer, um die Umwelttechnologien oder erneuerbare Energien, sind wir da vor allem spitze? Oder hier sind wir spitze, aber auch in den sogenannten klassischen Gebieten, im Bereich der Chemie, im Bereich der Physik, im Bereich der Materialforschung. Alles, was wir in einem Studium hier sehen, in einem Studio sehen, alles, was Sie in einer Klinik haben. Ein Körper hat 1400 Ersatzteile. Und da ist Deutschland führend in der Welt, diese Gebiete zu bearbeiten. Und das macht uns anziehend. Jetzt habe ich gesehen, Sie fördern doppelt so viele Männer wie Frauen. Haben wir immer noch zu wenig Spitzenforscherinnen? Wir können nur die Personen fördern, die sie überhaupt bewerben. Es muss sich jemand bewerben. Und aus dem Kreis der ca. 2000 Bewerberinnen und Bewerber pro Jahr wählen wir, je nach den Mitteln, die wir haben, bis zu 500 Personen aus. Die Erfolgsquote von Frauen ist übrigens höher als die von Männern. Es liegt nicht an uns. Also sprich, Sie sollten sich bewerben, Sie sollten es wirklich tun, weil es fehlt noch. Ganz genau, Sie haben recht. Dankeschön für diese Informationen.